Ich stelle vor Farin Urlaub und Bela B. Zwei von drei Ärzten, die aus Berlin kommen, den meisten von euch sicherlich ein Begriff sein werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist der dritte Arzt? Wo ist Sani? Sani ist in Berlin geblieben. Und warum? Wieso konnte er nicht mitkommen? Er hat geheiratet. Das ist aber das Allerneueste. Da werden ja sämtliche Bravo-Leser völlig schockiert sein, dass sie das noch nicht wissen. Nein, er hat heimlich geheiratet. Wen denn? Na, das dürfen wir doch nicht verraten, dass er die Stefanie geheiratet hat. Das ist so heimlich, das wissen wir nicht mal selber. Und das ist der Grund, weshalb er euch heute Abend allein hierher geschickt hat. Das ist ja fair uns gegenüber. Und wir wollten ihn nicht mitnehmen. Wieso das denn? Na, weil der heiratet doch. Und da seid ihr dagegen? Ja, das finden wir eigentlich nicht gut, nicht? Hängt das damit zusammen, dass ihr findet, dass Mädchen gut sind, aber Frauen humorlos und dass man deswegen eigentlich keine Frauen heiraten sollte? Das hängt damit zusammen, dass ihr uns nicht zur Hochzeit eingeladen habt. Ja, das ist natürlich wirklich gemein. Ihr seid ja berühmt geworden mit diesem Ausspruch, euer sehnlichster Wunsch sei es, Nena zu heiraten. Seid ihr denn da jetzt so einen Schritt weiter gekommen in der letzten Zeit? Ich habe ja gerade gesagt, der Sani hat heute geheiratet, nicht? Jetzt können wir es ja irgendwie sagen, es war nicht der Udo Lindenberg. Was willst du damit sagen? Was will ich damit sagen? Ich gebe dir jetzt 20 Sekunden. Ich kann es nicht glauben, das kannst du nicht ernst meinen. Nein, ich meine es nicht ernst. Aber wie ist es, also Nena war euer großes Idol. Ihr habt gesagt, wir machen nur Musik, damit wir irgendwann mal Nena kennenlernen. Habt ihr sie denn jetzt mal kennengelernt? Ja, wir haben sie kennengelernt. Und wie ist sie? Wollt ihr sie nicht mehr heiraten? Nein, so ist es nicht. Ich erzähl's dir nachher, okay? Bei welcher Gelegenheit war das denn? Wo habt ihr sie denn getroffen? Es gibt Sachen, über die redet man nicht. Ja, vor laufenden Kameras. Dann rede ich drüber. Also ihr habt sie getroffen, ich weiß es genau, bei den Dreharbeiten zu einem Film. Und zwar heißt der Richie Guitars von einem jungen Filmemacher. Du meinst jetzt das Nena Double? Nein, nein, das war sie nicht. Das war sie nicht selber. Also ihr wollt mich unbedingt verarschen, ich merke es genau. Ja. Sie war aber dabei bei diesem Film und da habt ihr sie auch getroffen, ich bin ganz sicher. Na gut. Jetzt will ich über diesen Film mit euch reden. Was war das für ein Film? Der spielt in der Berliner Szene, hat was mit Musikern zu tun, ihr spielt diese Musiker. Erzähl ein bisschen was ja, drüber. Wir spielen diese Musiker, weil Musiker sind wir ja kaum, ne? Also, wer unsere Platten gehört hat, der weiß das auch. Nicht? Also, wir lassen uns ja auch an den Instrumenten dubeln, das ist ja kein Geheimnis mehr. Ah, ich verstehe. Und ihr habt also in diesem Film nur die Rollen übernommen von Musikern, die Musiker spielen, ja, um das mal so zu sagen. Das war dann so, ne? Also, wir saßen so bei uns in der Küche, wir beide zusammen. Und ne? Ihr hattet keine Kohle, stimmt's? Wir hatten nicht nur keine Kohle, wir hatten auch keinen Pfennig Geld Und mehr. Wir führten gerade eine angeregte Diskussion mit... wir führten ruhig da, also ist ja wirklich, also die sind hier undiszipliniert. Münchner Freiheit spielt dann nachher. Die waren also, wie gesagt, wir sprachen gerade mit unserem Kühlschrank und der sagte, Jungs, ich bin schon so lange leer, mach mal was. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt einen Film, wo wir viel Geld Moment. Verdienen. Also um und der Wahrheit die Ehre zu geben, der Kühlschrank konnte nicht mehr sprechen, weil den Strom haben sie uns ja abgestellt. Habt ihr denn dann mit diesem Film irgendwie so viel Geld verdient, dass sich das gelohnt hat? Wir haben mit dem Film einige Millionen Lira verdient. Was war denn das Erste, was ihr euch dann mit dieser Gage gekauft habt? Also vorher kein Geld im Haus, plötzlich hattet ihr welches. Was habt ihr euch gekauft? Also wir haben Nena mal so richtig zum Essen eingeladen. Und dann habe ich gehört, war das Pfeffersalami oder Jagdwurst? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ihr habt gehört, ihr geht dann immer, wenn ihr gerade eine Platte rausgebracht habt, in den nächsten Plattenladen und kauft euch ein Exemplar, weil ihr die immer so schön findet, eure Platten. Ist das so? Die sind also, muss ich jetzt mal sagen, und die Covers von unseren Platten, die sind es ja schon alleine wert. Die sind sowas von gut aussehen, also da ist er drauf. Können wir vielleicht mal... Und dann ist da der Sani drauf, der ist eigentlich unwichtig. Ja, wollen wir ihn dubeln? Du hör mal, der sieht euch jetzt wahrscheinlich über Kabelfernsehen, wenn der in Berlin ist. Ne? Also seid mal ganz Hallo, kurz. Hallo Sani. Der ist ja, nicht klug genug für Kabel. Ich bin ja auch noch drauf, nicht? Naja, also. Ja, und darum kaufen wir uns unsere Platten, weil die sehen unheimlich gut aus. Also ich habe ja leider keinen Plattenspieler, also ich weiß nicht, was da drauf du ist. Du schaust dir immer nur das Cover an. Ja, aber das Cover ist so hübsch. Also ich habe mir neulich zwei Platten gekauft, weil ich hab ja jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, nicht? Und dann hängst du in jedem Raum ein Cover auf und schaust dich dann immer an, oder? Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Nein, ich habe jetzt beide in ein Zimmer gehängt. Da könntest du mal eine kleine Variation dann umhängen, ne? Hey, willst du nicht meine Wohnung umstylen? Wenn du mich einlässt? Schon okay. Das ist aber neu, das hast du früher anders gemacht. Ja, früher hatte ich noch die Kaugummimasche drauf. Ja, wie ist das? Genau, also Thema Mädchen, ne? Ihr habt mal diesen Song gehabt, Mädchen, und immer wieder hört man von euch so... mehr oder weniger brillante Aussagen also zu dem Thema. Ich meine, wir können, ja auch irgendwie, Lieder über Jungs machen, aber weißt du, dann kommen wir nicht mal in eure Talkshow. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, ihr seid doch immer so ein bisschen merkwürdig hier unten, so konservativ. Ich habe mir extra so ein Hemd angezogen, vielleicht hast du das gemerkt. Also ich habe gehört, dass eure Tour sehr erfolgreich war. Eure Tour war sehr erfolgreich in ganz Deutschland, außer in München. Warum? Liegt das daran, dass die Leute hier so mit dieser Art von Humor nicht so viel anfangen können? Nein, das liegt daran, dass das Konzert nicht angekündigt war. Das ist die einzige Erklärung. Mhm. Und es gibt nicht so regionale Unterschiede im Humorverständnis oder so? Nee, die Münchner sind auch sehr masochistisch veranlagt und haben sich lieber zu Zehntausenden bei Peter Maffay
sammelt, sozusagen. Ne? Und dann hat auch noch Bayern München gespielt. Ich verstehe nicht, wieso da jemand hingeht, aber auf jeden Fall war man da. Ne? Und ja, dann haben die Ärzte gespielt, ja, dann sagten 600 Menschen in München, na, dann gehen wir da mal hin irgendwie. Ne? Aber und die haben dann den Weg nicht gefunden, darum sind nur 200 gekommen. Aber es war schon, ich meine, wir danken Ihnen für die Absicht. Okay, also ich frage euch jetzt ein paar Sachen, weil wir haben immer so wenig Zeit, so ein bisschen schon stichwortartig. Okay, schon okay, ja. Was fällt euch zu Madonna ein? Also der Nabel ist hervorragend, ne? Alles andere habe ich bei anderen schon besser gesehen, aber... Was hast du beim Stichwort Frühstück? Bei dir zum Beispiel, gell? Vielen Dank, sehr charmant. Was fällt dir zum Stichwort Frühstück ein, Farin? Frühstück. Ich gebe da an den Bela weiter, nicht? Frühstück. Warum Frühstück? Das gibt's doch gar nicht. Also du stehst immer so spät auf, dass sich das Frühstück nicht mehr lohnt. Ja, also ich weiß nicht, wie das hier in München ist. In Berlin frühstückt man so etwas später, ne? Und dann ist, wieso Frühstück? Also wenn der Sani hier wäre, der würde zum Stichwort Frühstück wahrscheinlich so aufspringen, ans kalte Buffet rennen und dann so für eine halbe Stunde nicht ansprechbar sein. Das würde aber dann die Sendezeit sprengen. Darum, nächstes Stichwort, bitte. Ja. Vorbild. Vorbild. Also seit ich dich kenne? Amelie, ne? Also diesem Charme ist man ja wirklich hilflos ausgeliefert. Was fällt euch ein beim Stichwort Schönheit? Schönheit, du. Schon wieder du, Alter. Das ist Wahnsinn. Okay, also jetzt wollen wir dieses peinliche Spektakel abbrechen, weil es wird mir vielleicht noch das Stichwort gute Moderatorin oder so. Ich bedanke mich jedenfalls sehr, dass ihr hier wart. Leider werden wir euch heute musikalisch nicht zu hören bekommen. Gegenfrage, was machst du heute Abend? Das besprechen wir dann gleich hinterher. Ah, ja, aber geduldest du dich noch einen kleinen Moment? Das mit der Musik und dem Leider, das hast du dir aber auch ziemlich rausgezwungen. Was? Es geht aber weiter mit Musik hier bei uns, mit einer ganz anderen Band, muss man schon sagen. Die Gruppe Munich, von der wir vorhin schon gehört haben, dass sie eigentlich seit 1976 existiert, mit wechselndem Erfolg. Inzwischen scheint sich der große Durchbruch anzukündigen. Einer der Mitglieder ist übrigens der Gitarrist, ein ganz prominenter. Der war Gründungsmitglied bei Supertramp. Ich kann mir vorstellen, es tut ihm heute leid, dass er da ausgestiegen ist. Trotzdem Munich mit Your Turn.